Jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir die ersten Videos online. Und zwar für unser Schulprojekt Digital Aviation School. Was wir machen, wir wollen uns einen Flugsimulator selber programmieren, ausschließlich mit Open Source Software. Und das Ganze haben wir auch online dokumentiert. Im Vorspann habt ihr ja gesehen, die WordPress-Seite für Digital Aviation School. Das Ganze wird von meinen Schülern und mir durchgeführt. Und ja, jetzt geht's los. Das erste Video ist am Start. Das erste Video soll sich um das 3D-Modell des Flugzeugs kümmern. Das Ganze machen wir mit Blender. Wer mit Blender schon mal gearbeitet hat, weiß, das ist nichts, wo man so mal eben nebenher mitarbeitet, sondern das ist durchaus ein recht komplexes Softwarekonstrukt. Trotz allem wagen wir uns daran, weil Blender schlichtweg so eine Art Standard in der 3D-Modellierung ist und dementsprechend nutzen wir das auch. Trotz allem, ich werde mich um die einfachen Sachen hier kümmern. Ich werde nicht alles darstellen, sondern nur die Schritte, die notwendig sind, um dieses Flugzeug zu bauen. Wer tiefer einsteigen will, sollte sich eins der vielen Blender-Tutorials anschauen. Das Netz ist voll davon. Dieses Video wird sich nun ausschließlich um das Modell, nicht um die Textur kümmern. Das werden wir später machen, im anderen Video, damit das Ganze nicht zu sehr in die Länge sich zieht. Gut, bevor wir anfangen, was wir hier sehen, wir sehen den Blender-Startbildschirm. Da ist dieser Einheitscube drin. Und dieser Einheitscube, den werden wir gleich wegmachen, den brauchen wir jetzt noch nicht. Wir werden später neue Cubes einführen für die Modellierung. Aber bevor ich jetzt anfange, hier irgendwas zu ändern, noch ein, zwei Worte zur Navigation. Also bei Blender gibt es sehr viele Möglichkeiten zu navigieren. Ich werde jetzt nur die wesentlichen, die einfachsten kurz ansprechen. Alles andere, wie gesagt, Online-Tutorials. Und zwar machen wir erstmal den Zoom. Das ist das mittlere Mausrädchen. Wenn ich das nach vorne drehe, dann zoomt dieser Würfel her zu mir. Wenn das jetzt im Video ein bisschen ruckelig ist, liegt es daran, dass die Screen Capturing Software einfach nicht in der Tiefe aufnimmt, wie es denn in Blender tatsächlich erzeugt wird. Aber fürs Video soll das reichen. Wer Blender dann selber nutzt, der wird sehen, dass das sehr viel harmonischer dann angezeigt ist, als im Video zu sehen ist. So, wir können jetzt reinzoomen, wieder rauszoomen. Wenn wir die Shift-Taste drücken und das Rädchen drehen, dann wird sich die Kamera nach oben und nach unten bewegen. Und wenn ich die Steuerungstaste drücke und das Rädchen drehe, bewegen wir uns nach links und nach rechts. Wenn wir jetzt von einer anderen Perspektive uns das anschauen wollen, drücke ich die mittlere Maustaste und ziehe die Maus so ein bisschen hin und her. Und da sehen wir, können wir uns in diesem Raum bewegen. Gut, was noch wichtig ist, es gibt zwei wesentliche Modi, in der wir arbeiten. Das sehen wir hier unten. Das eine ist der Object Mode. Der Object Mode zeichnet sich dadurch aus, dass wir diesen Cube hier als Objekt sehen. Wenn ich mal ganz genau hinschaue, dann hat er auch so einen orangen Rahmen. Das heißt, dass dieser Cube selektiert ist. Wenn ich ihn jetzt deselektieren möchte, drücke ich die Taste A. Das deselektiert mir alles. Wenn ich nochmal A drücke, wird alles selektiert. Also dann kann ich hin und her wechseln und jetzt ist das Ding nicht selektiert. Und im Object-Modus, wenn ich jetzt hier auf den Würfel mit der rechten Maustaste drauf gehe, dann ist das Ding wieder markiert. Ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir sind eigentlich gewohnt, mit der linken Maustaste zu arbeiten. Bei Blender ist es die rechte, aber das hat man relativ schnell drauf. So, jetzt mache ich wieder A mit Deselektieren. Jetzt gehe ich mal kurz in den Edit Mode. Da ist auch wieder dieses Ding selektiert. Allerdings, wenn wir uns das mal genauer anschauen, sehen wir hier so kleine Pünktchen. Hier kann ich noch etwas näher hinzoomen. So. Das sind diese einzelnen Punkte. Das sind die Eckpunkte dieses Netzes, dieses Meshes. Ich mache mal Steuerung A, nur A. So, und jetzt sehen wir, jetzt kann ich auch einen einzelnen Punkt auswählen im Edit Mode mit der rechten Maustaste. Jetzt habe ich nur diesen Punkt gewählt. Ich kann aber auch, jetzt hier unten sehen wir das, in den Edge Select gehen
Und dann selektiere ich hier mit der rechten Maustaste einzelne Kanten. Mit der Shift-Taste könnte ich jetzt mehrere auswählen. Oder ich kann auch ganze Flächen selektieren. Das wäre dann hier diese Face Select. Und da kann ich jetzt mit der rechten Maustaste einzelne Flächen auswählen. So, ich glaube, das ist so das Wesentliche. Wichtig ist, im Edit Mode verändern wir die einzelnen Objekte. Im Object Mode, ja, können wir komplette Objekte entsprechend einfügen. Wenn ich neue Elemente einfüge und möchte, dass ich mit diesen Objekten später als Objekt weiterarbeiten kann, dann muss ich immer im Object Mode einfügen. Wenn ich im Edit Mode einfüge, dann wird es sozusagen zum existierenden Objekt einfach hinzu addiert. Das hat seine Vorteile, weil ich nur mit einem Objekt arbeite. Nachteilig ist, ich kann dann später, gerade beim UV-Mapping, was wir im anderen Video machen werden, dann nicht mehr mit den einzelnen Objekten arbeiten. Das ist dann ein bisschen umständlicher. Das heißt, wir werden uns jetzt hier an die Maßgabe halten, immer im Object Mode die neuen Elemente einfügen. So, jetzt ziehe ich das hier mal ein bisschen runter. Hier sehen wir den Scene Graph. Da sehen wir den Cube. Das ist dieses Ding hier. Dann sehen wir aber auch eine Kamera. Ich klicke sie mal an. So, das ist das Ding hier. Das wird nur zum Rendern gebraucht. Das werden wir am Ende dieses Videos sehen, wie das dann genutzt wird. Und eine Lampe. Wenn wir dieses Modell dann später fertig haben und das Ganze dann in JMonkey Engine einstellen oder importieren, dann können wir auch die Kamera und die Lampe wegnehmen. Momentan brauchen wir sie noch, weil wir uns in Blender das Ergebnis eben anschauen wollen. So, jetzt machen wir Folgendes. Ich schmeiße den Cube mal kurz raus. Rechte Maustaste hier auf den Cube und Delete. Jetzt ist er weg, weil ich möchte ja den Rumpf bauen. Und von den meisten Flugzeugen ist der Rumpf rund. Also machen wir Folgendes. Wir gehen hier oben links auf Add. Wir sind im Object Mode. Add. Ah, eine Sache noch. Bevor wir etwas hinzufügen, achten wir immer darauf, dass dieser Punkt hier, seht ihr den hier? Diesen Punkt, der muss immer in der Mitte sein. Sollte er nicht in der Mitte sein, ich zeige mal, wenn ich mit der linken Maustaste hier hindrücke, ist er nicht mehr in der Mitte. Wenn ich jetzt etwas einfüge, wird es genau hier eingefügt. Ich möchte aber immer im Zentrum hier einfügen. Ergo mache ich Folgendes: Ich drücke die Shift, also Größertaste und C. Und dann wandert das Ding wieder in die Mitte rein. Das bitte immer machen, weil sonst haben wir keine Orientierung in diesem Grid hier. Also, das Ding ist in der Mitte. Add Mesh Circle. Basierend auf diesem Kreis möchte ich jetzt meinen Rumpf bauen. Der hat jetzt hier, man sieht es, 32 Punkte. Ich reduziere das jetzt mal, weil es für unsere Zwecke vollkommen ausreichend ist, mit 16 Punkten zu arbeiten. Dann tut sich die JMonkey Engine auch leichter dann beim Rechnen. Das ist einfach Performance optimiert. Und von der Optik her sieht das absolut okay aus. Wenn wir später uns zurechtfinden, benennen wir dieses Teil auch um. Das heißt jetzt momentan Circle. Das heißt, ich gehe hier in die Objekteigenschaften. Das ist dieser kleine Würfel hier. Und benenne das Ding jetzt um in Rumpf. So, jetzt fangen wir mit der Bearbeitung an. Wir gehen in den Edit Mode. Und jetzt sehen wir, wenn ich jetzt hier auf diesen Vertex Select, auf diesen Punkt Select gehe, dann sehen wir hier auch unsere 16 Punkte. Könnt ihr nachzählen, wenn ihr wollt. So, der Plan ist jetzt, aus diesem Kreis einen Zylinder zu bauen. Und dieser Zylinder, den ziehe ich jetzt sozusagen hoch aus diesem Kreis. Das heißt, ich halte diesen Kreis hier unten fest und extrudiere dann sozusagen den Zylinder. Wenn ich das jetzt hier aber machen würde, würde ich ihn in diese blaue Achsrichtung, und diese blaue Richtung ist die Z-Richtung, ziehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte, dass mein Flugzeug in Y-Richtung schaut, also in diese grüne Richtung. Und die Flügel sollen so in dieser roten Richtung der X-Achse sein. Wer sich da nicht orientieren kann, hier unten links, ich hoffe, das sieht man im Video, ist das Achsensystem nochmal beschriftet. Das, was ich jetzt machen möchte, ich möchte diesen Kreis aufstellen, also um die X-Achse drehen. Da gibt es hier das Rotate. Momentan ist dieser Kreis selektiert. Ich gehe auf Rotate. Jetzt nochmal aufpassen. Rotate. Einmal gedrückt. Und wenn ich jetzt meine Maus bewege, seht ihr das, fängt er sofort an, sich zu drehen. Das ist zwar für eine ungefähre Modellierung okay. Ich kann jetzt auch die Drehrichtung mit einem Druck, einem Klick auf die Y-Achse einmal draufklicken. Jetzt
fixieren. So. Oder einmal X drücken, dann fixiere ich hier. Aber das ist alles sehr ungenau. Das heißt, wir tun das nicht. Ich gehe nochmal mit Escape raus und mache jetzt einen Doppelklick auf Rotate. Das heißt, jetzt kann ich mit der Maus hier hin und her fahren. Die Rotation hängt nicht mehr am Mauszeiger, sondern ich kann die jetzt manuell eingeben. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf X. Ich möchte um die X-Achse drehen und sage jetzt bitte um 90 Grad drehen. Return und ja, das ist das Ding aufgestellt. So, als nächstes möchte ich sicherstellen, dass der Schwerpunkt meines Fliegers genau über diesen Nullpunkt hier liegt. Das heißt, ich muss das Ding jetzt ein bisschen rausschieben, wenn ich einen Zylinder machen möchte. Das heißt, ich mache jetzt einen Doppelklick auf Translate und gehe jetzt in Y-Richtung um den Wert 1 rüber. So, jetzt ist er verschoben. Und jetzt ziehe ich meinen Zylinder. Das geht über Extrude Region hier, Doppelklick. Und ich gehe jetzt in Minus-Richtung 2. Und da habe ich jetzt den Zylinder. So, wir sehen hier, es sind jetzt diese Punkte markiert, diese einzelnen Verbindungspunkte des Netzes, die Knotenpunkte. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache. Bitte bei Blender immer darauf achten, dass wenn wir nichts verändern, dass auch nichts markiert ist. Weil es ist so schnell mal passiert, dass ich auf irgendeine Taste komme und dann verzieht es mir genau das, was markiert ist. Das heißt, wir gewöhnen uns an, wenn wir mit Blender arbeiten, sobald wir fertig sind mit unserer Manipulation, drücken wir A und jetzt ist das Ding deselektiert. Jetzt kann nichts mehr passieren. Das heißt, jetzt verschiebe ich das nicht und mache nichts mit dieser Kiste. Jetzt bin ich ganz neutral. Wenn ich nochmal A drücke, wird alles markiert. Nochmal A ist alles deselektiert. So, jetzt will ich Folgendes tun. Ich möchte jetzt hier ein bisschen so und gehe ein bisschen hier rüber. Jetzt möchte ich hier so eine Verjüngung hier so dran machen, also so eine Art, ja, so ein Pyramidenstumpf da so dran bauen. Das mache ich jetzt folgendes, jetzt folgendermaßen, ich extrudiere hier wieder. Dazu gehe ich jetzt hier auf Edge Select, weil ich möchte ja den Rand extrudieren und markiere jetzt diesen Kreis hier. Dazu gehe ich jetzt auf B, Beta, wie Border Select. Und mit der linken Maustaste ziehe ich jetzt hier das Rechteck. So, jetzt ist das Ding markiert. Beim Markieren gilt es jetzt noch Folgendes zu achten. Ich mache es nochmal kurz rückgängig. Ich mache mal A für deselektieren und ich drehe das jetzt mal so rüber. Jetzt mache ich das gleiche nochmal. B für Border Select, markieren. Jetzt drehe ich das nochmal zurück. Jetzt sehen wir, jetzt wurde nur das markiert, was sichtbar war. Seht ihr das? Natürlich schlecht. Das heißt, entweder ich achte darauf, dass es wirklich sichtbar ist, oder ich mache nochmal deselektieren, oder ich markiere hier die Option, dass ich nicht sichtbare Kanten auswählen kann. Jetzt seht ihr, jetzt ist dieses Ding so halb transparent geworden. Jetzt drehe ich ihn rüber. Jetzt probieren wir es nochmal. B markieren und jetzt hat er auch die nicht sichtbaren Kanten markiert. Ja? Also da bitte immer darauf achten, was gerade eingestellt ist. Ich arbeite hauptsächlich mit diesen auch nicht sichtbaren Kanten, aber das ist eine gewisse Gefahr, steckt da dahinter. Muss man halt, in der Situation entsprechend überlegen, was sinnvoll ist. So, jetzt machen wir wieder einen Extrude. Doppelklick in Y-Richtung 1. Jetzt wollen wir das verjüngen. Wir wollen sozusagen diesen Kreis skalieren. Scale, Doppelklick. Und zwar in die blaue und rote Pfeilrichtung, also Z- und X-Achse. Und zwar 0,5 ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. So, 0,5. Und jetzt sehen wir, ist dieses Ding, ja, ganz gut geworden. Problem ist, das Ding ist hier noch offen. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt schließen. Und das geht auch am besten mit dem Extrudieren. Allerdings müssen wir jetzt nicht in eine Raumrichtung das Ganze extrudieren, sondern in die Skalierungsrichtung. Das heißt, der Plan ist jetzt, extrudieren, aber den Kreis jetzt auf die Größe 0 reduzieren. Das machen wir dergestalt, dass wir sagen, Extrude Region, Doppelklick, Scale, Doppelklick und jetzt in X- und Z-Richtung auf 0 reduzieren. Und jetzt haben wir hier das Ding zugemacht.
Wichtig jetzt wieder A drücken, damit das Ding deselektiert ist. Und jetzt ist das Ding vorne fertig. Jetzt kümmern wir uns um den hinteren Teil des Rumpfes. Also wir sagen B wieder für Border Select. Selektieren das Ding wieder, haben wir jetzt Übung drin. Extrude, Doppelklick. Und jetzt gehen wir in minus 7, so richtig ordentlich lang hinter. So, da ist er jetzt. Jetzt muss man hinten noch verjüngen. Das machen wir wieder mit Scale. Hoppla, Doppelklick Scale, Scale. Und zwar diesmal Größe 0,3 und 0,3. So, das sieht jetzt schon so ein bisschen wie ein Flugzeugrumpf aus. Und hinten müssen wir jetzt noch zumachen. Das können wir jetzt auch schon. Doppelklick Extrude Region, Doppelklick Scale, X auf 0, Z auf 0, fertig. Ah, und jetzt haben wir das Ding fertig. So, jetzt braucht das Ding noch Flügel. Also gehen wir jetzt in den Object Mode und fügen ein neues Objekt ein. Add Mesh. Jetzt wollen wir einen Cube. So, dieser Cube, den benennen wir gleich um. Das soll unsere Tragfläche sein. Tragfläche. Die soll natürlich ein bisschen breiter sein, also machen wir hier Scale, Doppelklick, in X-Richtung, dehnen wir das mal auf Größe 5 aus und dann in Z-Richtung machen wir mal 0,2. Ja, das ist ganz okay. Wunderbar. Immer in Edit Mode, jetzt wollen wir ein bisschen weiter editieren. Sieht momentan noch ein bisschen aus wie ein Regalbrett von IKEA. Das heißt, wir müssen da also noch ein bisschen was tun, dass es ein bisschen aussieht wie ein Flieger. Wir machen jetzt nochmal A für deselektieren, zoomen da so ein bisschen hin. So. Wichtig ist, es muss hier die Tragfläche markiert sein. Ja. Rumpf wäre jetzt dieses Element, aber ich möchte mit der Tragfläche arbeiten im Edit Mode. So. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte jetzt hier eine Kante einfügen. Und damit ich hier so ein bisschen eine Art Rundung einfügen kann, also nur angedeutet. Das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir sind im Edit Mode, haben die Tragfläche markiert und gehen auf den Edge Select und selektieren die obere Kante hier und gehen hier auf Subdivide. Dadurch wird das Ding in der Hälfte geteilt. Hier nochmal rechte Maustaste. Subdivide. Und das kann man sich jetzt genauer angucken, wenn wir in den Vertex Mode gehen, A drücken, dass alles deselektiert ist, und jetzt sehen wir hier diese beiden Punkte. Und das Ganze kann ich jetzt, da kann ich jetzt eine Linie reinbauen. Das machen wir mit einem Druck auf die Taste K, wie Knife. So. Und jetzt drücke ich die linke Maustaste und ziehe diesen Punkt hier runter, bis er unten so ein bisschen einrastet. Und dann lasse ich los. So. Drücke nochmal drauf und gehe auf I für Insert. Mit der Return-Taste bestätige ich das Ganze, sondern jetzt haben wir hier so eine Kante reingebaut. So, mache ich jetzt auf der drüberen Seite auch. Wer mag, kann es auch anders machen. Ich zeige es mal ganz kurz. Ich kann auch jetzt hier mit der rechten Maustaste die Fläche markieren und dann Subdivide machen. Aber was wir sehen ist, wir kriegen hier noch eine Unterteilung in der Z-Richtung, das will ich eigentlich nicht, deswegen mache ich es wieder auf dem alten Weg. Also ich mache hier nochmal A, alles deselektieren, die obere Kante selektieren, wir denken daran, rechte Maustaste, Subdivide, A, untere Kante, Subdivide, A und jetzt die Punkte anzeigen lassen. Ich gehe auf K wie Knife und ziehe den Punkt hier runter, drücke nochmal die linke Maustaste, I für Insert und dann Return. Und dann habe ich hier meine Kante geschaffen. So, was mache ich jetzt damit? Ich drücke wie immer A, damit ich alles deselektiere. Und markiere jetzt diese vordere Kante, die hier. Ja? Und jetzt möchte ich diese Kante ein bisschen nach innen verschieben, also Translate Doppelklick und ich gehe jetzt in minus 0,5 x-Richtung.
das von oben an. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, ein bisschen zurück. Hier auch wieder die Kante selektieren. Translate jetzt in die Plus 0,5x Richtung. Und damit ist jetzt ja, der Flügel fertig. So, als nächstes, was man jetzt noch machen könnte, wäre das innere Rausschneiden an den Schnittpunkten. Ich zeige es mal ganz kurz, wie es funktionieren würde. Aber für unsere Zwecke ist es hier nicht notwendig, aber ich zeige nur für die Interessierten. Ich könnte jetzt in den Object Mode gehen und jetzt hier Add Modifier und dann hier Boolean. Und jetzt könnte ich Folgendes tun: Ich könnte Difference machen und dann sagen Rumpf. Ich mache mal kurz Apply, um nur zu zeigen, was dann passiert. So. Ich habe jetzt sozusagen das Ding freigeschnitten. Wir schauen uns das im Edit Mode mal an. Jetzt sehen wir hier, geht das Ding nicht mehr durch. Ja. Wie gesagt, für uns ist das momentan nicht notwendig. Das wir tun uns, ich mache Steuerung Z, um das Ganze rückgängig zu machen. Ich tue mir dann auch leichter bei dem UV-Mapping später, wenn ich hier eine durchgehende Fläche habe. Aber dass ihr das mal gesehen habt. So, als nächstes wollen wir jetzt das Höhenruder einbauen. Also ich gehe wieder in Object Mode. Dann mache ich Shift C, um das Ding wieder zu zentrieren. Add. Und wir hängen jetzt einen neuen Cube rein. Den nennen wir jetzt Cube. Den nennen wir jetzt Höhenruder. So. Und den skaliere ich jetzt mal auf die richtige Größe. X-Richtung machen wir jetzt mal 1,5. Soll natürlich nicht so breit werden wie die Tragfläche. Y stauchen wir das ein bisschen, dass er auch nicht so tief ist wie die eigentliche Tragfläche. Und in Z-Richtung soll das Ding auch sehr viel dünner werden. Also machen wir 0,1. Schauen wir uns das mal an. Da ist es drin. Und den verschieben wir jetzt nach hinten. Doppelklick auf Translate. Und in Y-Richtung minus 7,4 schiebt man hinter. So. Ich habe noch ein bisschen hinten rausstehen lassen. Wenn zwei gleichwertige Kanten auf gleicher Höhe sind, dann gibt es immer ein paar hässliche Effekte beim Rendern in der JMonkey Engine. Deswegen lasse ich ein bisschen rausstehen. Wer ihn abschließen lassen möchte, der muss halt dann mit dieser Boolschen Funktion dann die Teile entsprechend schneiden. So, das ist das Höhenruder. Jetzt fehlt uns noch das Seitenruder, das Querruder. Das heißt, wir gehen wieder in den Object Mode, Shift C, dass wir wieder zentrieren, Add Mesh Cube. Benennen das Ding auch gleich um. Das ist Seitenruder. Nicht ganz exakt, ich weiß, aber wir wissen, was gemeint ist. Es soll ja nur eine Orientierung für uns sein. Und gehen in den Edit Mode und skalieren wieder. X, was machen wir X? Das ist jetzt 0,1, dann hat es die gleiche Dicke wie unser Höhenruder. Und dann machen wir Y auf 0,8. Bisschen stauchen. Die Höhe passt einigermaßen. Und jetzt verschieben wir das Ding mal nach hinten. Und zwar gehen wir jetzt mal um minus 7,25. So, da muss man manchmal ein bisschen hin und her frickeln, dass man die richtigen Werte hat. So, wunderbar. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie ein Zeppelin. Das heißt, wir müssen das Ding ein bisschen nach oben schieben. Das heißt, in Z-Richtung gehen wir jetzt mal auf den Wert 0,9. So, und jetzt, ja, sieht es ganz gut aus. Sieht noch ein bisschen sehr quadratisch aus. Das heißt, wir versuchen jetzt hier auch noch mal ein bisschen was zu optimieren. Mal hin zu positionieren. So, das ist jetzt okay. Ich mache wieder A, alles deselektieren.
den Edge Select und markiere jetzt diese Kante. Und die verschiebe ich jetzt auch ein bisschen nach hinten, und zwar in Y-Richtung um minus 0,8. So. Ja, jetzt sieht es auch schon aus wie ein Flieger, wobei eher wie eine Drohne. Was fehlt noch? Richtig die Kanzel, wo der Pilot drin sitzen soll. Das werden wir jetzt auch noch machen. Das heißt, wir gehen wieder in den Object Mode. So. Und jetzt Shift C, dass wir wieder garantiert in der Mitte sind. Und die Kanzel, die werden jetzt auch aus einem Mesh, wo ist er? Aus einem Cube bauen. Und zwar werden wir den jetzt zu einer Sphäre umwandeln. Damit man das ordentlich machen kann, werden wir das Ding jetzt erstmal ein bisschen nach oben schieben. Wert 4. So, dann können wir damit auch arbeiten. Und nennen das Ding jetzt, was weiß ich, Cockpit. So. Gut. Wenn wir das Ganze jetzt zu einer Sphäre umbauen wollen, müssen wir jetzt erstmal einen Subdivide machen. Wir gehen in den Edit Mode, sagen Subdivide und jetzt hier eine ungerade Zahl. Ich würde mal sagen 7, das ist ein ganz guter Wert. Ungerade deswegen, damit wir eine Linie genau in der Mitte haben. Ja. So, und jetzt machen wir eine Transformation, Transform to Sphere. So, und jetzt schieben wir die Maus ganz rechts rüber. Und jetzt sehen wir, ist da eine Kugel draus geworden. Ich mache einen Klick und jetzt haben wir hier eine wunderschöne Kugel. Wieder A, alles deselektieren. Und jetzt, für die Kanzel brauche ich ja nur die obere Hälfte. Also schauen wir, dass wir die untere rausschmeißen. Also wir sind ja hier halbtransparent. Ja, also das heißt, ich markiere auch die unsichtbaren Elemente, wieder B für Border Select und jetzt gehe ich hier so knapp unterhalb der Linie runter. Und jetzt, also diese Linie nennen wir es mal Äquator, ja. Jetzt gehe ich auf die Entfernen-Taste und sage alle Punkte rausschmeißen und jetzt habe ich hier eine Halbkugel erzeugt. Die skaliere ich mir jetzt noch hin. Machen wir hier. B für Border Select. Ups, habe ich das Ding markiert. Und jetzt gehe ich auf Scale Doppelklick. Und zwar X machen wir 0,5, damit es ein bisschen schlanker wird, das Ding. Y ist ein bisschen zu lang, also 0,8, das ist ein guter Wert. Und Z, dass er nicht ganz so aussieht wie so ein Pilz, dann machen wir mal einen 0,7 draus. So, das sieht jetzt ganz gut aus. Wunderbar. Und das fahren wir jetzt nach unten, dieses Teil. Doppelklick auf Translate. Und wir gehen um minus 3,5 nach unten. So, ja, da würde ich sagen, das sieht aus wie ein Flieger. Wer das ganze Ding jetzt ein bisschen aufblasen will, Doppeldecker, roter Baron, was auch immer, sollte jetzt eigentlich in der Lage sein, das zu tun. Die wesentlichen Elemente kennt er jetzt. Und wenn es noch ein paar Spezialfragen gibt, da müsst ihr halt im Netz dann nachschauen. Gut, was wir jetzt noch machen, wir speichern das Ganze jetzt mal. File. Wo ist es? Save. Und zwar nennen wir das mal. Tutorial Plane 1, vielleicht machen wir noch mal was. So, Return und jetzt Save Blender File. Jetzt ist das Ding abgespeichert. Und was wir jetzt noch machen können ist, wir gehen jetzt noch mal in den Object Mode. A, noch mal A. Jetzt ist alles markiert. Machen wir Shading Smooth und gucken uns das mal an und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Ja? Also hier nochmal der Hinweis, auch trotzdem wir das jetzt als mit nur 16 Vertices gemacht haben, ist es einigermaßen gut geworden. Was wir auch noch machen können, ist nochmal das Ganze nochmal rendern lassen, Render Image und jetzt sehen wir, was sozusagen die Rendering Engine draus macht. Das ist diese Kamera mit diesem Licht, was ich ganz am Anfang erklärt habe. Und das sieht doch schon
ganz ordentlich aus. Escape sind wir draußen. Ja, so viel dazu. Viel Spaß beim Nachbauen. Und das nächste Video, das ich machen werde, ja, ein, zwei Wochen wird es wahrscheinlich noch dauern, wird zum Thema UV-Mapping dann sein. Und bis dahin viel Spaß beim Zusammenbauen.